Ich wollte wie viele Mädels erst eine Erzieherin werden. Meine Cousine hat früher die Ausbildung als Krankenschwester gemacht und hat mir immer ganz viel erzählt. Ich hatte hier ein Pflegepraktikum angefangen und sofort gemerkt, dass ich das machen möchte und hier dann die Ausbildung angefangen zur Pflegefachfrau. Hier befinden wir uns in unserer ältesten Einrichtung, dem Paritätischen Seniorenwohnen am Schlosspark. Wir haben insgesamt 400 Mitarbeiterinnen im Unternehmen, wovon 33 Azubis sind. Und wir bieten die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann an. Das Besondere an dieser Ausbildung ist, dass man in viele verschiedene Bereiche schauen kann. Sie vereint die Ausbildung zum Altenpfleger, zum Kinderkrankenpfleger und zum Krankenpfleger. Zu meinem Alltag gehört, dass ich die Bewohner bei der Pflege unterstütze und dann auf jeden Fall Tabletten verteilen, Tabletten stellen, unterstütze die Fachkraft, um auch selber meine Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Mir macht besonders Spaß, den Bewohner frühs fertig zu machen, ihm seine Lieblingssachen anzuziehen, einfach dem Bewohner ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir sind ein sehr familiäres Unternehmen. Ich mag an meinem Team, dass man offen miteinander kommunizieren kann, dass man kein Blatt vor den Mund nehmen muss, wenn einen was stört oder wenn man Sorgen hat. Alle Auszubildende haben einen Praxisanleiter, der für sie zuständig ist. Und es gibt auch einen Ausbildungsraum, wo gemeinsam gelernt werden kann. Wir bieten auch Azubi-Events an und wir haben auch eine sehr gute Ausbildungsvergütung von über 1.100 Euro im ersten Lehrjahr. Das Besondere an unserem Unternehmen ist vor allem an dem Haus hier, das sehr gemütlich und schön eingerichtet ist. Viele Bewohner gehen in den Garten, den wir haben. Dort laufen sie dann entweder eine Runde mit dem Rollator oder setzen sich auf eine Bank oder an unseren Teich. Frische Luft atmen, Sonne tanken. Die Ausbildung ist so, wie ich sie erwartet habe. Sie hat sogar meine Erwartungen übertroffen, da ich so herzlich von allen aufgenommen wurde und in jeden Bereich schauen konnte. Als Pflegefachkraft hat man total viele Perspektiven. In der Zukunft sehe ich mich auf jeden Fall, erstmal die Ausbildung abzuschließen und dann immer weiter hochzusteigen. Ich habe auf jeden Fall auch ein Interesse daran, als Praxisanleiter vielleicht weiterzumachen oder Wundmanager. Und wenn man dann noch weitermacht, kann man auch selbst Pflegedienstleitung werden oder Qualitätsbeauftragte. Die Eigenschaften, die man haben sollte, auf jeden Fall kommunikativ zu sein. Auch teamfähig sein. Ich finde es auch sehr wichtig, eine Verbindung mit den Menschen aufzubauen. Und auch auf jeden Fall auch ein Interesse an Medizin. Und wenn man das hat, dann ist man auf jeden Fall sehr gut geeignet für den Beruf.